Hallo, Kurzöse hier. Nach langer, langer Zeit komme ich endlich wieder dazu, ein Screen-Video zu machen, und zwar über ein neues Feature in Office 365. Ich habe seit gestern gefunden, hier in meinem Office 365-Menü den Office Planner. Schauen wir mal uns an, was der alles kann. Ich habe nur ein bisschen herumgespielt damit, möchte im Video ein paar Dinge zeigen. Und zwar habe ich hier zum Beispiel eine Klasse erstellt. Man merkt schon, das Ganze funktioniert und basiert auf den Gruppen, die in Office ja erzeugt werden können. Hier sieht man meine anderen Gruppen und ich habe hier einfach diese Gruppe, die für den Classroom, Microsoft Classroom, das ich vor ein paar Wochen vorgestellt habe, habe ich einfach mit dieser Gruppe da einmal das ausprobiert. Und zwar sieht man hier mal ganz ein nettes feine Übersicht mit Boards, Diagramme und Notizbuch. Hier merkt man, dass eben die Gruppe auch mit dem Notizbuch dahinter liegt und auch hier die anderen Dinge wie Unterhaltung, Kalender, Mitglieder und so weiter. Also das Ganze basiert auf der ganzen Office 365 Welt und ist ein weiteres Feature, ganz einfach. Hier hat man die Aufgaben, hier kann man also einen sogenannten Bucket hinzufügen. Hier habe ich schon mal einen Bucket hinzugefügt und zum Beispiel werde ich eine neue Aufgabe hinzufügen. Das geht, wie gesagt, sehr einfach und rasch, ist meines Erachtens optisch toll erledigt und zwar mache ich hier da Workshop OneNote, werde den jetzt ganz einfach taufen. Es geht hier darum, ich kann hier ein Fälligkeitsdatum einstellen. Zum Beispiel soll das am 7. Juli fällig werden. Ich kann es aber auch zuweisen, diese Aufgabe. Und genau um das geht es bei Pläne. Ich kann hier Aufgaben verwalten und die auch miteinander bearbeiten, beziehungsweise in Gruppen dann auch verwalten. Und ich mache das jetzt mal folgendermaßen. Ich weise das jetzt da einem Schüler beziehungsweise einem Seminar-User zu, dann kann man das von der anderen Seite dann auch sehen. Das ist ein Office 365-User und dann füge ich da diese Aufgabe hinzu. So schnell geht es, Aufgaben zu erstellen und die kann man dann eben sehr übersichtlich in diesen neuen Buckets, wie es schön heißt, neues Bucket, anordnen. Also das ist wirklich sehr praktisch, ist auch mit Drag-and-Drop-Funktionalität, gefällt mir schon sehr, sehr gut von der Usability. Okay, schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, was da in diesen Aufgaben noch drinnen ist. Hier sieht man dieses nette Pop-up, also es gibt noch einiges mehr. Man sieht hier schon mal, in welcher Bucket das Ganze drin ist, ob das schon begonnen wurde, in Bearbeitung ist oder erledigt wurde. Das Startdatum, okay, ich sage zum Beispiel, heute soll das Startdatum sein. Ich habe es zugewiesen an den Seminar-User, kann auch hier noch eine Beschreibung. Wir müssen den OneNote-Workshop organisieren, kann noch Anlagen hinzufügen, also das ist sehr mächtig. Hier aus OneDrive oder aus einer Datei hochladen. Ich werde vielleicht da einfach noch mal das kurz ausprobieren. Und zwar habe ich hier unter Downloads, glaube ich, OneNote Ticks, Trips and Tricks und Tipps, na, dass ich es herausbekomme. Oder auch einen Link noch hinzufügen. Dann gibt es hier noch eine Prüfliste. Man könnte das eigentlich so als Art ja, To-Do-Liste sehen. Also machen wir vielleicht hier Aufgabe 1 und dann eine Aufgabe 2, Aufgabe 3, um das zu veranschaulichen, was hier alles möglich ist. Und hier kann man eben verschiedenste Kommentare hinzufügen. Da habe ich schon vorher gesehen, das ist schlussendlich nichts anderes als die Diskussionsfunktion, die es in Office 365 eben gibt. Also, was hältst du von dem PDF oder so, keine Ahnung. Dann kann ich das sofort wieder posten. Okay. Gibt also hier sehr viele Möglichkeiten. Eine letzte Sache, die ich noch erwähnen möchte, man kann das Ganze auch noch mit verschiedenen Labels versehen. Ich habe dann schon mal vorbereitet, Label 1 und so weiter. Könnte da zum Beispiel sagen, okay, da geht es um OneNote und um Office 365. Und somit hat man da vielleicht ein bisschen eine bessere Übersicht, wo das Ganze dazugehört. Vielleicht mache ich noch ein Label Workshop und den darf man hier auch markieren. Okay. Dient zur optischen Unterstützung. Wir sehen auch hier sofort die Vorschau, kann hier mit einem Klick sofort auch dieses PDF öffnen. Man sieht auch hier oben auf der Seite, dass das schlussendlich in ein OneDrive geladen worden ist. Schauen wir mal kurz noch, wo das wirklich drinnen ist. Also vielleicht kann man hier in dieses OneDrive noch reinschauen. Ich werde in diesen Classroom-Test da geschwind
vielleicht auf die freigegebenen Dokumente schauen. Okay. Hier haben wir es. Und da sieht man, da wird es eben in dieses OneDrive der jeweiligen Gruppe hinzugefügt. Also sehr praktisch, weil dann alles an einem Ort und Stelle auch gespeichert wird. Gut, also soweit ist es in meinen Augen sehr praktisch. Ich schaue mir das gleich an von einer anderen Seite und habe dazu eben einen Test-User, den ich eben Seminar-User genannt habe, eben hier das jetzt zugewiesen. Auch der erhält sofort hier diese Aufgabe, die ist für ihn eben vorgesehen. Und schauen wir uns das Ganze mal an. Der kann da jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich habe schon begonnen in Bearbeitung. Er kann hier ebenso verschiedene Sachen hinzufügen, kann die Aufgaben abhängen. Das heißt wirklich eine echte Kollaboration an Aufgaben und einen Kommentar auch hier hinzufügen. Ich habe schon begonnen. Das Ganze funktioniert auch, habe ich vorher ausprobiert, mit der Integration mit Outlook. Das heißt, man kann auch hier ganz einfach per E-Mail das Ganze erledigen. Was meine ich damit? Man erhält per E-Mail eine Benachrichtigung, dass diese Aufgabe mir zugeteilt worden ist und schon kann man darauf reagieren. Vielleicht kann ich das ja kurz zeigen, wenn ich hier in das Outlook reingehe. Also hier die privaten Nachrichten, wie man da eben sieht. Also da kann man ganz schnell die einzelnen Dinge sehen zu der jeweiligen Testklasse. Jetzt muss ich natürlich die Gruppenunterhaltung aufmachen. Okay, also man sieht, hier wird das eigentlich abgespeichert in den Office 365 Gruppen. Gehen wir wieder zurück zum Planner. Also öffnen wir uns wieder diese Ansicht und wieder diesen Classroom Test. Was gibt es jetzt eben noch? Es gibt hier noch die Diagramme, eine optische Aufbereitung der Arbeit, die vonstatten geht. Also hier sieht man die verschiedenen Aufgaben. Man sieht, wer arbeitet gerade daran, wer hat was gemacht, wer macht welche Aufgaben. Also zwei sind gerade in Bearbeitung, habe das vorher mit eben etwas anderem auch schon probiert. Und so bekommt man auch optisch eine nette Übersicht, wie die Zusammenarbeit, die Kollaboration funktioniert. Wie gesagt, alle anderen Dinge sind eigentlich schon Teil der Office 365 Welt, das heißt die Unterhaltungen, der Kalender, das Notizbuch, alle diese Dinge sind schon vorhanden. Ich finde das irrsinnig praktisch, weil man jetzt eben sieht, was die Office 365 Welt alles bietet und wie die einzelnen Dinge jetzt miteinander verschmelzen und wie auch Microsoft hier versucht, neue Features wie eben diesen Planner, diese Aufgabenverwaltung direkt in die Office 365 Welt zu integrieren. Würde mich freuen über Kommentare, hoffe, wir einen kurzen Einblick geben können über dieses neue Feature und werde versuchen, in einer weiteren Folge dann spätestens nächstes Schuljahr mit meinen Schülern das ein bisschen genauer zu betrachten, um das auch wirklich in Real Life auszutesten. Herzlichen Dank fürs Zuschauen heute, bis zum nächsten Mal wieder.